Nenne dich Randvi, Schrecken der Räuber, Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Sunifa hat mir diesen Turm beschrieben. Ein verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Na, und damit sehen wir uns hier heute. Die Damen sprechen immer noch. Das ist irgendwie ganz komisch. Willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuer genau, ist wir erste kommen mal gestillt. Zur Ruhe. So. Es wird Zeit für eine Pause. Jo, die sind soweit, beziehungsweise die Dame ist soweit. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich bin leider Gottes eben ein bisschen, sag's mal so, busy. Ich habe mich etwas gefragt. Genau, Fragen, Co. Wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Ja, und ich bin eigentlich außer Atem. Ich persönlich selber habe vorhin... Mann, die Damen reden immer wieder. Ich glaube, ich bleib still. Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Das finde ich... Jetzt! Für den Mord wirst du bezahlen! Warte mal kurz. Was für ein Mord! Bleib mir vom Leib und dann... Das hat gar nicht wehgetan. Also hat mir gar kein Leben abgezogen. Ah, stimmt, wir haben ja ein... Oh, wir haben in der letzten Runde... Entschuldigung, wenn ich das hier gerade mal so spreche. Haben wir ja einen riesen Fehler so gesehen begangen. Wir haben da... Ich glaube, so eine riesen... Mann... Eine Taten umgebracht. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Das finde ich enttäuschend. Ja, wo sind wir denn beim Pferd hin? Einen Versuch gewagt. Eivor, ach, da hinten. Umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Ein wahrlich beflügelt. 3, 2. Hä? Jetzt kommen die. Egal. Übeln das Bild. So. Ich werde so tun, als hätte der Wind deine letzten Worte verschluckt, Randvi. Das kann meinst. Gut sein. So, ich will mal sagen, ich habe vorhin nochmal, bevor die Dame wieder anfangen, ich habe wieder mal Sport getrieben, jeden zweiten Tag, plus minus etwa. Und das muss der Turm nimmt sein. Extrem viel, wie soll ich sagen, Ausdauer, beziehungsweise ich bin da, ich glaube, ich mache das ein bisschen zu wenig gut oder ein bisschen zu wenig diszipliniert. Aber ich habe echt, danke sehr, ich habe echt einfach zu wenig irgendwie Zeit, alles zu managen hier. Familie gleichzeitig mit YouTube und dann noch 1000 Dinge. Ich weiß nicht so recht, wie wir das rausfinden, aber wir sollten ja Randvi folgen und die kennt bestimmt irgendeinen Eingang. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor. Ich geh mal fragen hier, was da hinten los ist. Pass auf, wo du hingreifst. Diese Steine sind alt und verwittert. Aber ich hoffe mal... Nö, hier ist kein Eingang. Ich dachte schon, cool, jetzt haben wir hier einen... Aber doch, hier ist ja irgendwas. Na, sieh mal, einen haben wir doch gefunden. Doch was hinter dem Wasserfall gefunden. Und geht's hier weiter? Nein, soweit ich sehen kann, nicht. Wow, jetzt wirklich nochmal runter? Hui, hätte ich nicht gedacht. Oh man. Wo kommt man denn hier raus? Na sag mal. Oh, eine Truhe. Na dann ist Randvi ja Geschichte. Vermerk eines Abenteurers. Hat geklappt. Kostbarer Ring.
Mit dem Trank benetzen. Uiuiui. Ja, und hier gibt's eine Truhe. Wo sind wir hier eigentlich? Ich möchte gar nicht eine Jägerarmschiene. Irgendwo im Untergrund. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und ich glaube, hier ist Ende Gelände. Da gehen wir wieder zurück. Naja. Hätte nicht sein sollen, aber egal. Da ist der Lesequatsch. Da gehen wir wieder zurück. Ist ja auch kein Thema. Dass wir da irgendwie noch was finden sollen. Wir müssen jetzt mal wieder zu Randvi, denn der eigentliche Quest ist ja mit Randvi und nicht irgendwie was anderes, das wir jetzt eigentlich hier fabrizieren. Wir rennen nur, sag ich mal, der Weltgeschichte rum. Ist ja eigentlich auch mal schön, nicht nur immer die Quest abzuarbeiten, aber Randvi ist ja so nicht eine Quest. In dem Sinne, es ist ja auch Vergnügen, mit der Dame abzuhängen oder halt rumzufummeln. Das klingt jetzt total falsch, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir machen so. Wir nehmen vielleicht den einfacheren Weg, dass wir weniger schwimmen müssen. Hat auch seine Vorteile. Ja gut. Oh. Die ist da oben. Ja, na gut. Kriegen wir natürlich hin, da nach oben. So. Also hier hoch zu klettern. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum. Aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet und viele Langschiffspanten vernagelt. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. Oh Mann. Sieh dir das an. Ich sehe es noch nicht, aber ein altes Kissen haben wir, dass wir drauf zum Draufsitzen. Toll. Wussten die Dame da ganz da oben, ne? Ein Langhaus-Architektin. So gesehen. Oh oh. Hätte er ins Auge ge. Nein. Ach, okay. Hab gedacht, die hätte jetzt nicht mehr. Hat sich nicht halten können, ne? Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklommen. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Fellen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomswikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist. Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist,
dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Das ist tröstlich zu hören. Ich fühle seit langer Zeit dasselbe. Ich habe nicht geglaubt, dass du meine Gefühle je erwidern könntest. Ich wollte es dir schon so oft sagen, dir mein Herz ausschütten, dir all meine Wünsche offenbaren. Doch die Pflicht hielt mich immer davon ab. Sag mir, was immer du willst. Dieser Tag hat mir viel bedeutet. Wir ritten, kämpften, tranken und lachten. Du zeigtest mir deine Welt, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Taten sind viel bedeutsamer als Worte. Und so vergingen die Stunden. Randvi? Hin und fort. Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein. Grantige Aussichten abgeschlossen und ich frage mich, ob das da oben so ein Aussichtspunkt ist. Und wir haben 2 Fähigkeitspunkte bekommen? Wollen wir kurz einsammeln? Ich habe ja was von einsammeln gesehen. Gehört. Ah. Ich hoffe, da unten... Ja gut, das Wasser. Und ein Tunnel. Na, sieh mal einen an. Ich frage mich noch, wohin geht's jetzt hier? Wir müssen nochmal zurück. Oh, scheiße, das ist echt viel. Die Hälfte ist hier unter Wasser, ne? Des Turms. Schon fast eigentlich. So, ich möchte nochmal kurz mal... mitkommen, wo es denn hier eigentlich noch durchgeht, weil es gibt ja hier eine Truhe, eine riesen Truhe hier. Hier rechts gibt es nichts mehr, dann kommen wir links durch. Da wäre was noch zum Aufheben gewesen, aber lassen wir jetzt mal hier liegen. Ach so, das ist ein Hinterausgang oder Hintereingang, wie auch immer man es nennen darf. Und wir haben 4 Punkte, die wir vergeben dürfen. Cool, 4 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel haben. Stecker 101, wow. Spurenbeseitigung. Hatte R1 gedrückt nach einem... Oh, Grafikkartenabtreiber ist gerade verfügbar. Automatisch aufzuheben? Nö, braucht man nicht. Also... weiß nicht, aktuell ist es glaube ich eher nicht so der Fall. Und der Rest. Ich glaube noch nicht. Nö. Nein. Komm. Zack. Oh. Und da gäbe es hier so ein Pünktchen, so ein Adrenalinfeld. Oh man, dieses Wort Adrenalin. Eigentlich ein ganz einfaches Wort, aber irgendwie noch nicht ganz so. Was gibt's hier eigentlich? Moich, das ist... ein paar Parade schnell auf Y, noch eine Rauchbombe von sich zu werfen und zu verschwinden.
Gifttauch. Oh, das klingt eigentlich auch nochmal nicht mal so schlecht. Und da hinten haben wir noch eine Konterrolle und neu tiefer Groll. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du das nächste Mal mit einer Nebenhand parierst oder einem Spezialangriff aus... Parieren? Ich weiche aus. Hm. Komisch. Machen wir hier oben weiter. Können wir noch ein bisschen leben und Co. Und komm, eine Konterrolle ist bestimmt nicht schlecht. Und was gibt's hier hinten noch? Ist aber schon irgendwie cool. Wir sind mittlerweile schon 100, Level, Stufe 105, Stärke 105. Das lässt sich auf jeden Fall leben. Und wie sich auch leben lässt, ist mit der Folgenende-Pause hier, was auch immer. Denn wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's heute und wir sehen uns beim nächsten Mal.